Wir werden immer wieder konfrontiert mit dem Vorwurf, die Komplexität unseres Vorhabens sei dermaßen enorm, dass es aussichtslos sei, dem Volk beizubringen, was wir möchten. Deshalb möchte ich im Folgenden fünf simple Fragen stellen, die mir wichtig sind, aber bezeichnenderweise von den Medien, von der Politik und von der Wissenschaft gar nicht beachtet worden sind. Aber das sind Fragen, die jeder Mann, jede Frau von euch stellen kann, wenn sie oder er mit dem Komplexitätsvorwurf konfrontiert werden. Erste Frage: Warum soll Geld nicht einfach Geld sein? Geld, das uns allen von der Nationalbank zur Verfügung gestellt und von den Banken nur vermittelt wird. Wenn doch das komplizierte fraktionale System unnötig und unsinnig ist, weil es zwingend Risiken und Instabilität produziert. Zweite Frage: Warum hat sich der Bund sein Geldregal von den Geschäftsbanken aus den Händen nehmen lassen und duldet es, dass diese praktisch alles Geld praktisch unbegrenzt erzeugen? Wenn doch die Folgen, wie jedermann täglich in der Zeitung lesen kann, auch für die Banken schädlich sind. Dritte Frage: Warum nehmen wir Menschen, Wirtschaften, Staaten unwidersprochen hin, vom Geld und von den Finanzmärkten dominiert zu werden? Wenn doch die rechtlichen Mittel vorhanden wären, uns von dieser Dominanz zu befreien. Vierte Frage: Warum sollen die Geldproduzenten auf Kosten aller anderen Wirtschaftsteilnehmer privilegiert und subventioniert werden, wenn sie doch ständig Schuldenberge und Finanzblasen erzeugen und wenn es problemlos anders ging? Fünfte Frage: Warum sind diese Fragen bisher nie öffentlich gemacht, geschweige denn beantwortet worden? Der Souverän hat nie dazu Stellung nehmen können. Zusammengefasst: Wollen wir ein System, das unkontrolliert ausufert, oder wollen wir eines, das wir demokratisch kontrollieren können? Oder allgemeiner: Was für eine Gesellschaft wollen wir? Der Punkt, den auch Dennis Meadows erkannt hat, ist: Solange wir ins gegenwärtige Finanzsystem verstrickt sind, können wir eigentlich gar nicht wollen. Erst die Vollgeldreform setzt uns wieder in den Stand, wirklich wollen zu können. Packen wir es an.